In nicht einmal 2 Jahren, Anfang 2017, finden in der Steiermark die Special Olympics Weltwinterspiele statt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Vor wenigen Wochen haben in Los Angeles die Sommerspiele für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung stattgefunden. Die erfolgreichen steirischen Special Olympics-Teilnehmer hat Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nun empfangen. Austria! 9 Tage lang waren die Special Olympics-Sportler aus Österreich bei den Weltspielen in Los Angeles. Und sie waren mit 69 Medaillen überaus erfolgreich. Sie zeigten ihre Fähigkeiten und ließen den Emotionen freien Lauf. Den Glanz der olympischen Medaillen brachten die steirischen Sportler auch zum Empfang des Landeshauptmanns in die Grazer Burg. Landeshauptmann Schützenhöfer beglückwünschte die Sportler zusammen mit seinem Stellvertreter Michael Schickhofer. Und die Sportler dachten wieder an die glanzvollen Tage der Spiele in Los Angeles zurück. Die schönste Erinnerung dabei ist einfach, wenn man merkt, dass man mit den Athleten einfach ein Team wird, einfach miteinander verschmolzen, sag ich mal. Ich habe mich auch gefreut, dass ich da dabei habe sein dürfen bei den Olympischen Spielen. Und das war für mich einer der größten Höhepunkte. Das Schönste war, dass ich dabei sein habe dürfen und ja, das war aufregend, ja. Special Olympics Präsident Hermann Kröll dankte für den Empfang und wies auf die große Aufgabe der Steiermark hin, die im März 2017 die Weltwinterspiele in Graz, Schladming und in der Ramsau ausrichten werden.